12 Jahre ist es nun her, dass ein echter neuer Teil der Kingdom Hearts Reihe auf einer Heimkonsole erschienen ist. Seitdem ist verdammt viel Zeit vergangen und es sind jede Menge Spin-Offs, Special Editions, Remakes und Collector's Edition erschienen. Doch seit der Sony-Pressekonferenz im Jahr 2013 hat Square Enix die Fangemeinde mit dem ersten Teaser zu Kingdom Hearts 3 angefixt. Vor wenigen Tagen war die D23 Expo, eine kleine Messe rund um Disney. Kingdom Hearts 3 durfte dabei natürlich nicht fehlen. Und weil es ein paar neue Infos zu dem lang erwarteten Spiel gab, gibt es heute alles zu Kingdom Hearts 3, was man bisher so weiß. Fangen wir mit dem Offensichtlichen an. Das Spiel läuft mit der Unreal Engine 4, mit der man erstaunlich realistische Welten erschaffen kann. Dass man das Kingdom Hearts Universum ziemlich schön in dieser Engine nachbauen kann, das hat uns schon Kingdom Hearts 0.8 A Fragmentary Passage gezeigt. Denn auch diese kleine Geschichte mit Aqua im Mittelpunkt läuft auf der gleichen Engine, mit der später auch Kingdom Hearts 3 laufen soll. Tatsächlich können wir uns auch schon fast sicher sein, wie die erste Welt heißt, die wir mit Sora besuchen werden. Nach dem Ende von 0.8 sehen wir Sora, Donald und Goofy, wie sie auf dem Weg zu Herkules und dem Olymp sind, damit Sora endlich zum Schlüsselschwertmeister wird. Ob wir davor noch irgendwelche Sequenzen mit Aqua oder sonst wem spielen, sei mal dahingestellt. Fakt ist, wir werden Sora sehr früh im Olymp sehen. Zu dem Olymp gibt es auch schon einige Einblicke. Zu der E3 in diesem Jahr wurde von Square Enix ein neuer Trailer veröffentlicht, der einige Spielszenen gezeigt hat. Auch über die Story wissen wir schon ein bisschen was. Hier bitte ein bisschen aufpassen, denn es wird im Netz ziemlich viel spekuliert. Hundertprozentig wissen wir allerdings nur Folgendes. Kingdom Hearts 3 soll endlich die Xehanort-Saga abschließen. Was das genau bedeuten soll, wissen wir noch nicht. In einer Pressemitteilung von Kingdom Hearts 3 heißt es außerdem: Überzeugt davon, dass Licht und Dunkelheit im Gleichgewicht bleiben muss, erklärt Meister Xehanort den Krieg gegen die Tyrannei des Lichts, um dieses Gleichgewicht wiederherzustellen. In der Bemühung, Xehanorts Handlung zu untergraben, suchen Sora, Donald und Goofy nach den 7 Hütern des Lichts und dem Schlüssel, um die Herzen zurückzugeben, während König Mickey und Riku nach vorherigen Schlüsselschwertträger suchen. Wir wissen also auch, dass wir in Kingdom Hearts 3 die 7 Hüter des Lichts suchen werden. In einer Ingame-Sequenz können wir zusätzlich nochmal Lefiz und Carlo sehen, wie sie im Olymp nach einer schwarzen Box suchen. Das ist die schwarze Box, die in Kingdom Hearts T-Backcover von Luxu lustig durch die Wüste gezogen wird. In dem gleichen Trailer sehen wir übrigens noch Sora, Donald und Goofy vor der alten Villa in Twilight Town mit Mitgliedern der wahren Organisation 13. Scheinbar versuchen Sora und Co. Roxas wieder zum Leben zu erwecken. Was die schwarze Box und Roxas mit der Handlung zu tun haben, wissen wir leider noch nicht. Was wir allerdings schon gesehen haben, sind jede Menge Gameplay-spezifische Neuerungen. Wir fangen bei den schon angekündigten Welten an. Schon im ersten Trailer, der zu Kingdom Hearts 3 veröffentlicht wurde, sah man Twilight Town. Dort hat Sora gegen einen riesigen Schwarm von Herzlosen gekämpft. Auch die Suche nach der Möglichkeit, Roxas wieder auf die Welt zu bringen, führt die Gruppe in die liebliche Stadt. Somit können wir ziemlich sicher sein, dass Twilight Town nicht mehr gestrichen wird. Wie bereits erwähnt, werden wir auch den Olymp und Herkules wieder besuchen. Dazu gibt es schon unfassbar viel Videomaterial und es hat so ein bisschen den Anschein, dass diese Welt deutlich mehr in den Fokus gedrückt wird. Sind wir mal ehrlich, in den anderen Ablegern war die Welt nur wegen den Turnieren so richtig interessant. Eine weitere Welt, die angekündigt wurde, von der man allerdings fast noch nichts gesehen hat, ist Corona, das Königreich aus Rapunzel neu verföhnt. Diese Welt sieht sehr weitläufig aus und scheint mehrere Ebenen zu haben. Außerdem haben wir schon den Rapunzelturm in einem Trailer gesehen. Hooray! Auf der D23 im Jahr 2015 hat Roy Conley, ein Typ, der nicht nur so aussieht wie Xehanort, sondern zusätzlich ein Producer der Walt Disney Animation Studios ist, angekündigt, dass wir zusätzlich San Fran Tokyo besuchen dürfen. Das bedeutet, Big Hero 6 wird ebenfalls in Kingdom Hearts 3 vertreten sein. Leider gibt es zu diesem Spiel noch kein einziges öffentliches Bild. Von daher wissen wir nicht, wie das Ganze im Spiel aussehen wird. Die letzte öffentlich bestätigte Welt wurde erst vor wenigen Tagen auf der D23 2017 angekündigt. Toy Story! In Toy Story werden Sora, Donald und Goofy in 8-Bit-Spielzeugfiguren transformiert und treffen auf Woody und Buzz Lightyear. Besonders nett sieht übrigens die Außenwelt aus. Im Laufe des Ankündigungstrailers sieht man nämlich den Vorplatz vor Andys Haus. Und der sieht verdammt gut aus. Mehr Welten kennen wir leider noch nicht. Darum kommen wir zum nächsten Punkt auf der Liste, die Gruppenmitglieder. Wer die Kingdom Hearts Reihe kennt, der weiß, dass man in jeder Welt, die man besucht, verschiedene Gruppenmitglieder aufnehmen kann. So konnte man früher in Halloween Town beispielsweise Jack und in Agrabah Aladdin mitnehmen.
Der einzige Kniff an der Sache, wollte man einen weltspezifischen Charakter mitnehmen, so musste man entweder Donald oder Goofy eintauschen. Das hat dazu geführt, dass der zurückgelassene Charakter viel weniger Erfahrungspunkte bekommen hat und schlussendlich gnadenlos unterlevelt war, was gerade in den späteren Leveln zum Problem wurde. Zum Glück ändert sich das mit Kingdom Hearts 3, denn die Gruppengröße wächst. In dem Trailer zu Toy Story sieht man beispielsweise, wie sowohl Donald und Goofy als auch Buzz und Woody in der Gruppe sind. Das heißt, wir müssen keine Charaktere mehr austauschen und können mit den weltspezifischen Charakteren umherlaufen. Sehr schön. Andere Gameplay-Elemente beziehen sich auf das Kämpfen. Offensichtlich geht das Kommando-Angriffsmenü aus Kingdom Hearts 2 zurück, nur eben ein bisschen aufpolierter und mit mehr Effekten. Einer der größten Neuerungen, die Schlüsselschwerter, mit denen Sora umherläuft, können sich transformieren. Somit wird aus dem ganz normalen Schwert beispielsweise ein hammerähnlicher Schläger oder das Teil hier, was auch immer das darstellen soll. Eine andere Transformation sind diese Handpistolen oder dieses gewehrartige Teil. Auch bei den Beschwörungen hat sich einiges getan. Man weiß noch nicht, ob die klassischen Beschwörungen wie beispielsweise Bambi aus Kingdom Hearts 1 zurückkehren. Fakt ist allerdings, ein Teil der Beschwörungen basieren auf Disney-Fahrgeschäfte. Das, was man von diesen Beschwörungen gesehen hat, geht ein bisschen in eine andere Richtung wie früher. Damals verschwanden Donald und Goofy im Austausch für einen Disney-Charakter. Die Beschwörungen in Kingdom Hearts 3 ähneln eher wie die aus Final Fantasy. Dort sind sie mächtige Angriffe, die direkt den Gegner treffen und dann auch schon wieder verschwinden. Bisher kennen wir eine Schiffsschaukel, drehende Tassen und eine Achterbahn. Die letzte Info, die wir zu 100% sicher wissen, bezieht sich auf die Triform, denn sie kehren in Kingdom Hearts 3 tatsächlich zurück. In einigen Trailern und auf ein paar veröffentlichten Screenshots können wir Sora in Rüstungen sehen, die verschiedene Farben haben. Im Olymp trägt Sora beispielsweise eine gelbe Rüstung, die Godform. Auf einem Screenshot sehen wir Sora in einer etwas rötlicheren Rüstung, die sogenannte Powerform. Und in dem letzten veröffentlichten Trailer taucht kurz eine blaue Rüstung auf. Das wird vermutlich ebenfalls eine ganz bestimmte Triform sein. Das war bisher alles, was wir über Kingdom Hearts 3 wissen. Jetzt heißt es abwarten, bis wir 2018 haben. Denn dann soll das Spiel endlich erscheinen. Was sind denn eure Erwartungen an das Spiel? Schreibt sie mir doch in die Kommentare. Im Laufe der nächsten paar Wochen gibt es von mir noch ein weiteres Kingdom Hearts Video, denn viele haben mich gefragt, wie ich das bisher Gesehene so finde. Und das, ja, das sollt ihr erfahren. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch sehr gerne mal bei Twitter vorbeischauen. Wir sehen uns hoffentlich bald und ich wünsche euch noch eine schöne Restwoche. Bis dahin, ciao!